Bruder, geh mal den Laden, der ist viel besser, der hat Japrak. Das kann man doch eigentlich miteinander vergleichen. Hans Köpfe, Alter. Ich teste alle Döner in U-Bahnhöfen oder direkt daneben in ganz Berlin. Wolterstraße. Was geht ab, meine Schleckermäuschen? Wir sind jetzt hier angekommen am U-Bahnhof Wolterstraße, der nächstgelegene Dönerladen. Direkt da drüben Tatlises. Köfte, Burger, Döner, Hühnchen. Heute Angebotsdöner, 5 Euro. Mal gucken, ob der gut ist. Los geht's. So, meine Steckermäulchen, das ist jetzt hier der Döner vom U-Bahnhof Wolterstraße. Tatlises, Köfte, Burger, dies, das. Das ist noch ein kleiner Laden, der jetzt expandiert. Der große Laden ist noch im Umbau. Hast nicht gesehen. Es ist ein Angebotsdöner, 5 Euro. Ich hoffe, deswegen ist der so klein. Der ist schon ziemlich klein. Also, der ist schon so richtig mini. Guck mal, der ist so grob. Ich kann ja mal ein Telefon daneben halten, iPhone. Siehst du? Wir kriegen schon wieder 1000 Nachrichten hier, Alter. Ja. Sieht ein bisschen traurig aus. Die wollten auch nicht, dass wir filmen. Hat ein bisschen undercover gemacht jetzt, Amadeus, das Film. Hat er mit Maschine geschnitten. Ist okay von der Würze. Ist auch so sehr, wenn man so reinfilmt, guck mal. Sehr salatlastig. Der Rotkohl sieht ganz interessant aus. Guck mal, der hat immer nur so richtig grob. Kennt man gar nicht so, ne? Grobe Stücke. Erstmal was anderes. Tomaten, Gurken sehen okay aus. Guck mal den kleinen. Ist hier schon wieder diese Fliege? Nochmal die Knoblauchsoße mitnehmen. Knoblauchsoße ist ganz okay. Guck mal die scharfe Soße. Yay. Scharfe Soße, Curry Ketchup. Der ist wieder. Nichts Neues in Berlin. Geschmacklich ist der gar nicht mal so schlecht, weil die Soßen sind nicht so dominant wie gerade der vom Gesundbrunnen. Es ist so sehr auf das Wesentliche reduziert. Also du hast so bei jedem Biss, schmeckst du so die ganzen Zutaten und hast nicht so diesen typischen Knoblauchsoßen-Döner-Geschmack. Komisch. Also hatte ich mal wieder Vorurteile, aber der ist so sehr reduziert, sehr einfacher Döner, sage ich mal. So ein einfacher Standarddöner. Und ist auch ziemlich klein für 5 Euro, aber geschmacklich ist der gar nicht so schlecht. Ich finde den geschmacklich sogar besser als den gerade von Gesundbrunnen. Obwohl er so klein ist. Scharfe Soße ist schwach und die Knoblauchsoße ist schwach. Aber in der Gesamtkomposition passt es. Ich finde es ganz gut, dass die Soßen nicht so extrem dominant sind. Sie sind zwar da so ein bisschen, also die scharfe gar nicht. Vielleicht ein bisschen vom Geschmack so, dieses Ketchup-mäßige. Aber es passt irgendwie zu dem Döner. Ist okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also der sieht auf jeden Fall traurig aus. Ist auch von der Größe nicht so geil. Hat aber nur 5 Euro gekostet. Aber wenn es Angebotsdöner 5 Euro, dann muss es schon genauso sein wie sonst immer, weißt du? Und wenn der sonst 6 oder 7 Euro kosten würde, wäre schon eine Enttäuschung. Ich finde den selbst für 5 Euro zu klein, oder? Für 5 Euro, also hatten wir auch schon... Ja, aber er ist trotzdem gut. Er ist nicht schlecht. Also er ist gar nicht so schlecht. Er hat so... Er ein bisschen so eine Frische hat der. Ist okay. Also wir reden jetzt hier immer noch, ey, bitte mich nicht falsch verstehen, wir reden hier immer noch über diese Standard-U-Bahn-Döner. Wenn ich sage, der ist gar nicht so schlecht. Bruder, geh mal in den Laden, der ist viel besser, der hat Japrak. Das kann man doch eigentlich miteinander vergleichen. Hans Köpfe, Alter. Das ist einfach jetzt U-Bahn-Döner-Talk. Ganz normale U-Bahn-Döner-Talk, Standard, so ein Hackspieß. Und dafür ist der gar nicht mal so schlecht. Auf diesem Niveau, ne? Auf diesem... wie die U-Bahn-Linie geht. Auf diesem U-Bahn-Niveau ist der gar nicht mal so schlecht. Das Brot ist okay, das Fleisch ist okay, Salate sind frisch, Rotkohl immer was anderes, Soßen sind schwach, aber passen in dem Konzept irgendwie zusammen. Preis, Größe, was gebe ich dem? Dieser Döner kriegt von mir eine... Meine Schleckermäuschen, das war's vom U-Bahnhof Wolterstraße. War jetzt auch nicht so der geile Döner, meine Damen und Herren. War jetzt okay, ne? Für 5 Euro war er ein bisschen mickrig, geschmacklich hat es gepasst.
Bin jetzt hier mit Amadeus noch einmal ein bisschen durch meine alte Hood gelaufen. Hier meine alte Schule gewesen, Oberschule. Schon sehr runtergeranzt, ist jetzt richtig so Lost Place geworden. Jetzt schwelgen wir so ein bisschen in Erinnerung. Dickes, fettes Dankeschön nochmal an Knie, Knack, Knorke, 5 Euro Super Thanks. Vielen lieben Dank, Brudi. Und so, was hast du geschrieben? Hey, ich verfolge dich schon länger, top Content. Dankeschön. Teste mal den Döner vom Hotel Adlon Kempinski. Hab schon ein paar Videos, Reactions davon gesehen und es gab unterschiedliche Meinungen. Mich würde wirklich interessieren, was du davon hältst. Und da der Döner nicht günstig ist, will ich einen Teil davon investieren. Mach weiter so. Bam! Knie, Knack, Knorke. Vielen lieben Dank. Ist eine geile Idee. Haben wir tatsächlich schon auf dem Schirm. Wir wollen da wirklich schon mal so eine Luxus-Döner-Edition machen. Dass wir mal so, gibt es ja so ein paar teure, hochwertigere Luxus-Döner. So 15 Euro Minimum fangen die an. Machen wir mal so eine Folge. Dann nehmen wir auf jeden Fall Hotel Adlon mit. Vielen lieben Dank für die Spende. Von euch da draußen, wer gerne uns supporten will, dieses Unterfangen hier ein bisschen finanziell unterstützen will, kann das gerne über Super Thanks machen. Ballert darüber. Die Euros, die Monedos. Wir nehmen aber auch Bitcoin, Krypto, Ethereum, alles. Aber bloß keine Shitcoins. Kommt uns nicht mit hier irgendwelchen Pepe und Bonks und sowas an. Und irgendwelchen Shiba Inus. Wir wollen nur die harten Kryptos, ja, nee. Nur ETH und BTC, ja, nee. Rein. Wallet-Adresse wird unten verlinkt diesmal. Machen wir wirklich. Schickt mal ein paar Kryptos rüber. Das war's vom U-Bahnhof Wolterstraße. Nächste Station ist Bernauer. Ich muss ja schon überlegen, ich war lange nicht mehr hier gewesen. Nächste Station, Bernauer U8, bin ich auch ganz gespannt. Da ist ja schon wieder so ein bisschen so, fängt ja schon wieder Mauerpark an, so ein bisschen Schickimicki-Gegend. Szene-Gegend, nicht Schickimicki, also Szene-Mamene. Nicht vergessen, Like da lassen, kommentieren. Sofort jetzt unter diesem Video, während du das siehst, während ich spreche, lässt du sofort einen Kommentar da und sagst, yo. Lasst mal ein Yo da. Lasst mir mal alle ein Yo da. Ich will mal gucken. Da gucken sich 5000 Leute gucken sich das Video an und so 13 Kommentare mäßig so. Dann, was ist los mit euch? Seid ihr so schüchtern oder was? Schreibt mal jetzt alle Yo in die Kommentare. Yo, yo, yo. Und ja, abonnieren nicht vergessen. Kommentieren mit ein paar Sätzen. Lasst mir ein Yo da. Yo da, Meister Yoda. Der alte Kackbratze. Where you from? Spain. Spain, ah. Eat more Döner Kebab. I came here with my father. Yeah. The wall was here. Yeah. And there was something like, weißt du, so ein Ausguckplattform. Like a plateau, like you can go on a stair and looking place. Looking place and can you can look on the other side and it's like a zoo.